Das passiert mir. So, Banditen brauchen keine Waffen, die sind. Kann man Laris unboxen? Du hast volle Energie. Hast du die, weil ich die noch nicht umgehauen habe? Oder einfach, weil du. Du hast keine Waffen, ne? Herrliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre so, auch umgefallen. Die nehmen wir besser mit. Drogen sind nicht gesund, Mann. Kannst du nicht Drogen nehmen. So. Verdammt. Dieser Bug im Inventar. Das wird der nicht mal gefixt. So. Den kleinen Streit. Kommt. Taschendiebstahl, ne. Davon halte ich nicht viel. Also zumindest nicht in Gothic 1 halte ich davon überhaupt nicht viel. Weg mit der Waffe, weg! Ja, ja, entspann dich. Endlich lieferst du mir einen Grund. Verdammt. Hau dir ab. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Sehen wir den nicht im zweiten Teil wieder? Okay, das war jetzt. Sollte mich vielleicht doch mal heilen, aber nö, das kostet Zeit und das ist ja. Achso, die habe ich schon umgehauen, ne? Naja, ich muss die leider nochmal umhauen, weil ich die Drogen haben. Und tschüss. Das kassiere ich wieder ein. Schutzgeld und so, ne? Irgendjemand muss euch ja schützen davor, dass ihr Geld ausgebt. Weg mit der Waffe! Ach komm, ich sollte speichern, wenn ich noch nämlich Leute umgeschlagen habe. Wie spät ist denn überhaupt? Jetzt läuft mir der davon. Was soll denn der Unsinn? So ein Unsinn. Wieso dürfen die mir überhaupt davon laufen? Das ist doch. Kümmerliche Vorstellung. Finde ich nicht sonderlich fair. Und der wäre auch umgefallen. Der hat genug. Ein Kampf. Das hast du richtig erkannt. Der hat genug. Oh. Dich habe ich schon umgehauen. Ja, du rührst mit Gedankenkraft. Der lernt Magie, den sollte ich töten. Sonst ist er irgendwann mächtiger als ich. Die Waffe weg! Dein Glück. Das wird dir auch gerne die Fuhr. Endlich lieferst du mir eine Rechnung. Nein! Ach, ich hasse es! Nein, wir wollen uns das nicht angucken. Ich habe gespeichert. Diesmal habe ich gespeichert, ne? Ja, habe ich. Gut. So, sieh jetzt aber die Aufnahme neu starten. Sicherheit geht vor. Die Waffe weg! Dein Glück. Endlich lieferst du mir einen Grund. Mal sehen wir gleich Staubschlupfer. Ach! Dann hau halt ab. Feigling. Mensch, interessiert mich ein Scheiß. So, ich schlafe erstmal bis Mittag. Hey, du! Was willst du? Verpiss dich. Raus hier! Raus hier! Sonst was, hm? Hey, du! Schlage euch wieder die Fresse ein. Wie auch immer ich eure Fresse mit dem Schwert einschlage. Also. Funktioniert so, glaube ich, nicht. Ah, die Fresse. Du hast da drinnen nicht voll. Was zur Hölle? Los, geht los hier! Was soll denn der Scheiß jetzt? Das konfisziere ich mal. Geht ja gar nicht. Was soll denn der Unsinn? Die Waffe weg! Dein Glück. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das gibt Prügel, kümmerliche Vorstellung. Aha, der macht einen Schaden natürlich. Und der wäre auch umgefallen. Gut, im nächsten Teil ist er auch unangenehm, vor allem weil er da deutlich früher kommt. So. Der rührt immer noch mit Gedankenkraft sein Zeug. Hier haben wir noch ein paar Banditen. Muss alles töten. Die Waffe weg! Mindestens Aggression hier. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Mir das nicht funktionierende Menü hier. So, Blutfliegenstachel, kann ich dich auch so einfach umhauen. Die Waffe weg! Dein Glück. Mal sehen. Das Geprügel. Asta, jetzt läuft dir da. Bleibst du. Bleibst du gefälligst da, du Feigling? Ich lauf auch nicht weg, wenn ich gerade am Gewinnen bin. Na, dann hau doch ab. Arschgesicht, so. Jetzt bin ich hier, glaube ich, langsam durch. Wenn man von denen die abhauen absieht. Irgendwas passt hier nicht so ganz. Der hat keinerlei Funktion, oder? Außer, dass er existiert.
Also in diesem Teil des Spiels. Gut, wir haben noch einen, der wegläuft, mich eventuell gleich wieder mit Pfeilen beschießt. Lücke. Was ich doch mal nicht hoffe. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Das wäre weniger erfreulich. Das mit dem Pfeilen beschießen ist unangenehm. Vor allem damit habe ich gar nicht gerechnet. Was passiert aber, wenn ich euch angreife? Juckt euch das irgendwie? Weg mit der Waffe, weg! Glücke! Endlich lieferst du mir einen Grund. Nö. Ist halt nur Lares Wache und irgendwie völlig unwichtig. Warum hast du jetzt deine Waffe gezogen? Weil du es kannst. Steck die Scheiße! Glück! Na warte! Jetzt geht's raus aus dem Maul gefallen! So. Problem gelöst. Also an deiner Stelle würde ich mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen machen. Du hast auch keine Funktion mehr, oder? Nö, du. Steck die Waffe weg! Da! Jetzt brecht er ja! Ich hasse es. Warum können die überhaupt zurückschlagen? Warum dürfen die das? Du wirst wenig Zeit haben, steck das die zu Waffe weg! Da hast du nochmal Glück gehabt! Steck die Waffe weg! Hat einen Moment gedauert, bis er regiert hat. Jetzt brecht er ja! Ach, komm schon. Die Waffe ist zu langsam. Warum sind große, schwere Waffen, die viel Schaden machen, nur so langsam? Steck die Waffe weg! Da hast du noch... Jetzt rechnen wir ab! Nein. Guter Kampf, ich hab verloren. Was ist daran gut? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Lares! Wenn du streit... Gut. Das ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Gut, das leih ich mir jetzt mal... Hallo? Danke, was hat das jetzt schon auf dem Pack? Kann ich das einfach mitnehmen oder beschweren die da draußen sich? Nö. Gut, dann nehme ich mir mal alles mit. Das hier, das sieht wichtig aus. Ein Totenschädel. Warum kann ich den Totenschädel nicht mitnehmen? Das hättest du besser nicht getan. Oh, was ist jetzt? Warum kann ich den Rest jetzt nicht mehr mitnehmen? Nimm deine Griffe weg! Einmal und du was? Kannst was erleben. Achso, wenn ich klaue, während Lares da liegt, passiert gar nichts. Aber wenn ich... Natürlich. Das ergibt Sinn. Wenn du Streit suchst. Gut. Das... Ah, es war ja so klar, dass mir das jetzt nicht nochmal gelingt. Ich hasse dieses Spiel. Du wirst wenig Zeit haben, das steck zu bereuen. Steck die Waffe weg! War doch klar, dass das ärgert. Da hast du nochmal Glück gehabt. Wenn du Streit... Gut. Ich suche keinen Streit, ich suche such nur meine Dinge, die in deiner Tasche liegen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Muss ich wieder so einen Haufen Zeit verschwenden und schlafen gehen? Bob, red mal mit mir. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut, ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Ich glaube kaum, dass ich daran... Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. War doch klar, dass das ärgert. Hab ich ganz vergessen. Gut, dass ich nochmal angeredet habe. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schlafen. Wo wir könnten erst zu Gorn gehen und dann schlafen. Das wäre natürlich deutlich effizienter. Und der Zeit. Nein, wäre es überhaupt nicht. Die hier überall Blut, die mach doch mal sauber. So, habe ich dich nicht schon mal umge... Ja. Die Waffe weg! Dein Glück. Der Kampf ist entschieden. Schluss jetzt. Der hat genug. Sind immer noch welche übrig. Scheiß Braten.
höre nicht mehr auf das. Ich hab den Braten gleich gerochen. Ah, so ist ein Gorn. Gorn, hör dir mal wieder. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fisch zu kommen. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Lee boxt sie auch gleich um. Nee, ich glaube, das ist zu viel des Guten. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Schlafen wir erstmal. Erstmal bis abends schlafen, weil Tränke sind wertvolles Gut. Davon habe ich kaum welche. Praktisch gar keine. Es werden bestimmt nicht noch einige hundert mehr werden. Nein, nein, nein. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, kann ich den da überhaupt unboxen? Nee, das ging das? Das ging, glaube ich, nicht, oder? Oder war ich einfach zu schwach dafür? Interessante Frage. Probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, es ging nicht. Der cheatet! Cheater! Pack ich gleich auch mal die Cheats aus. Nee, lass mal gut sein. So. Ja, das war meine Absicht. Kann schon sein, dass ich daran was ändern will. Ihr habt... Hey, er hat wieder eine Flasche in der Hand. Toll. Guck mal gucken, wie lange ich aufnehmen kann, bevor meine Festplatte da voll ist. Ich kann ja nicht auf meine große Festplatte aufnehmen, weil... Steck die Waffe weg! Da hast du noch... Jetzt rechnen wir ab! Alter, der macht gut Schaden, ne? Ich soll mir vielleicht mal eine Rüstung holen, die was taugt. Ach, Rüstung ist überbewertet. Gut. Das hättest du. Ich überlege keinen einzigen Treffer von dir. Also jetzt nicht mehr. Müsste ich nochmal schlafen. Ach, komm schon. Wenn du. Gut. Das hättest du nicht sollen. Ja, machen wir es halt so. Die nehme ich mal, die brauchst du eh nicht mehr. Das. Oh, jetzt kann ich mir das Gold hier wieder zurückholen. Sehr gut. So muss das. Wieso kann ich jetzt nicht speichern? Jetzt kann ich speichern. Gut. Was ist denn in der Kiste drin? So, naja. Praktisch gar nichts, könnte man auch sagen. Du bist ja schon wieder wach. Das hättest du besser nicht getan. So, leg die nochmal hin. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das braucht er auch nicht mehr. Hallo, würdest du den Rest da bitte mal anvisieren? Danke. Ach, visier es halt an. Was zur. Hallo, da ist noch Zeug im Regal. Das Spiel scheint das anders zu sehen. Ah, jetzt. Danke. Wird auch Zeit. Das hättest du besser nicht. Was willst du machen, hm? Außer mich töten lassen. Hey, ich krieg bald den nächsten Level, toll. Hallo, red mit mir. Willst du nicht? Ich will nicht aufgenommen werden, das ist uninteressant. Gut, hätten wir das ausdiskutiert. Mit allen. Problem ist, ich bin schon wieder halb tot. Ich brauche endlich mal eine richtige Rüstung. Kann ich Lee schon angreifen? Ich nehme nicht an, dass Lades Waffe irgendwie vernünftig ist. Nein, sie ist immer noch 5 Punkte schwächer als mein leichter Zweihänder. Hallo, Jungs. Wenn du Streit suchst, komm ruhig. Du greifst mich an. Na was? Das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten, habe ich fast das Gefühl. Mich deucht das Dumpf. Die stecken mich in den Sumpf. Schlechter Wortwitz, gut. Wortwitz, ja, genau. Ja, das war ein Wortwitz. So, jetzt gebe ich erstmal, hole ich mir erstmal die ultimative Waffe und dann mache ich die alle platt. Apropos Waffe, ich habe doch da irgendeinen Ring bekommen. Geschicklichkeitsbonus. Ja, toll. Das ist großartig. Ich freue mich einen Ast. Hört man mir meine Freude an? Ja, gut. Freut mich. Schön, war da oben nicht noch immer Söldner, die trainiert haben? Ich glaube, da kommen wir zur falschen Tageszeit. Ja, die sind, glaube ich, nur tagsüber da oder so. So, jetzt müsst ihr mit 7 noch mal im Sektlager vorbeigucken und da aufräumen.
Müsste ich, ja. Wir haben es ja nicht eilig im Let's Play. Wir müssen das Spiel ordentlich lang strecken. Denn so lang geht Gothic 1 gar nicht. Also im Vergleich zu anderen, zu richtigen Rollenspielen. Ne? Ich meine, da gibt es deutlich längeres. Wer Baldur's Gate 2 gespielt hat, weiß, wovon ich rede. In der Dunkelheit sehe ich voll den Dreck auf meinem Monitor. Scheiß Dunkelheit. So. Dum di dum. Dum di dum dum dum. Dum dum. Meine Abonnenten sind alle dum di dum. Was? Ich verstehe immer noch nicht, warum hier so ein riesiger komischer grauer Fleck ist, aber die Entwickler haben sich dabei bestimmt irgendwas gedacht. Und es dann nicht umgesetzt ist. So. Hallo Söldner. Das sieht aus, als soll ich dir einen aufs Maul hauen, aber aktuell lasse ich das lieber noch. Ich muss jetzt erstmal die fette Waffe holen, die alles andere in Schatten stellt. Die ist so mega, das glaubt ihr gar nicht. So. Warum stehst du da und schürfst nicht? Geh schürfen. Elendiges Schürfer gibt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich lasse einfach mal die Taste los und fall runter. Damit erzeuge ich ein Erdbeben, was dafür sorgt, dass der Fels von da oben runterfällt und das ist totale Scheiße. Oh ja, das tue ich. Halli, hallo, Hallöchen. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Hey Mann, was kannst du mit mir nicht machen? Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ich glaube, ich muss dir jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Boah. So. Diskussion beendet. Ich nehme das mal wieder und das nehme ich auch. Habe ich nicht eben alles mitgenommen, was? Steinbrecher. Ja, das ist die ultimative Waffe. Die sogar besser ist als die anderen, überraschenderweise, aber auch viel mehr Stärke braucht. So, steh nochmal auf, damit ich nicht auslachen kann. So, die Lernpunkte spare ich mir erstmal. Das wird dir noch sehr leid tun. Bla bla. Ach, du hast mir ganz schön auf. Okay, hätten wir das auch ausdiskutiert. Dann haben wir jetzt endlich alles. So, wenn ich noch nicht mit 5 die falsche Taste drücke, ja, ich muss auch den verschwundenen Gardisten abliefern. Den verschwundenen Gardisten abliefern, ja, so ähnlich. Fast schon richtig gewesen, der Satz. Fast schon deutsch gesprochen, ich habe Gewerden tun. Oh, ich interessiere es ja wieder mal nicht, dass ich hier irgendwelche Typen zusammenschlage, weil. Das ist ganz normal, dass da irgendein Wildfremder reinläuft und. Was hält gleich nochmal das alte Lager davon ab, ihre Gardisten in normale so Butler-Schürferrüstung zu stecken, hier vorbeischauen zu lassen und alle niederzuschlagen? Bin mir nicht ganz sicher. Gründe, genau. So. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, weil ich müsste jetzt im Prinzip nochmal ins Sektenlager.
Stimmt, den Chami zum Beispiel müsste ich mal Hallo sagen. Oder hab, nee, den habe ich noch nicht Hallo gesagt, oder? Nee. Nur seine Kiste. Ich glaube, wenn man den bis zum 6. Kapitel oder so aufhebt, dann hat der Typ irgendwie 20 oder 30.000 Erzbrocken bei sich. Habe ich sowas im Kopf? Könnte mich auch täuschen. Viel auf jeden Fall, viel Erz. Geht das nicht schneller? Könntest Geschwindigkeitstränke, die du nicht hast, trinken? Ja, das würde die Sache nicht beschleunigen. Denn ich habe sie ja nicht. Aber gut zu wissen, dass ich es mit dem Söldner aufnehmen kann. Ich kann es nicht so viel auch mit Lee auf... Kann ich Lee schon töten? Nee. Also, besiegen. Töten muss ich ihn ja nicht mal. Ich glaube, der hat eine fette Axt, oder? Hatte Lee nicht eine fette Axt? Ich überlege gerade, ich meine dem gewesen, so wäre es sein Tun. Ich überlege gerade. Ach, vorbeischauen kostet nichts. Doch, Zeit. Und die kriegst du nie wieder. Ach was. Zeit bekommst du für 3,50 am Kiosk. Kosten das nur so für 3,50. Die schlafen alle. Gorn kann ich ja eh nicht umboxen. Hallo, Söldner. Hallo, Lee. Warum greifst du mich an? Ich kann ihn angreifen, aber ich glaube nicht, dass ich ihn töten kann. Muss ich auch später verschieben, okay. Kurz überlegen, hier habe ich noch die Söldner, aber die verschiebe ich auch später. Das verschiebe ich auch alles auf später. Später. Es gibt viel zu tun.